Die dritte Liga live bei Telekom Sport. Präsentiert von bwin. Gänsehaut-Atmosphäre im Fritz-Walter-Stadion zum Auftakt in die dritte Liga. Über 40.000 Fans kamen zum Duell der beiden Traditionsvereine. 1. FC Kaiserslautern gegen den TSV 1860 München. Die Roten Teufel wollen wieder hoch in Liga 2. Dementsprechend groß die Euphorie, aber auch die 60er mit über 4.000 Fans im Rücken. Wir erwischten den besseren Start. 9. Minute. Abstoß von Sievers. Kommt postwendend zurück. Überwischt auf Grimaldi. Der schneller als Aino und Pfosten rettet für den 1. FC Kaiserslautern. Dicke Gelegenheit für den besten Drittligatorschützen im Jahr 2018. Und der hätte auch gut und gerne ins Netz gehen können. Daniel Birovka, unter der Woche ja beim DFB-Trainerlehrgang. Er konnte zufrieden sein, was seine Elf auf den Platz brachte. Aber dann die Lauterer, 20. Minute, Eckball kommt zurück auf Aino. Und Mauersberger rettet für Hendrik Bohnmann, der bei dieser Ecke ein bisschen zu zögerlich rausgeht. Mauersberger verpasst den Kopfball Biala. Bringt den Ball zurück ins Spiel, macht ihn wieder heiß und Aino dann am Ende mit dem Abschluss, der das Tor verfehlte. Michael Fronzek, sein erstes Drittligaspiel als Trainer. Er lebte die Partie mit an der Außenlinie. 30. Minute, was für eine Kombination. Spalwis, Biada, nochmal Spalwis, das muss es sein, das war es aber nicht. Denn Hendrik Bohnmann, der den Vorzug vor Marco Hiller bekommen hatte. Er machte sich ganz lang und parierte mit dem linken Fuß. Und so ging es mit einem 0:0 unentschieden in die Pause. Die Lauterer im zweiten Durchgang drückten sie noch einmal aufs Gaspedal. 56. Spalwis, Latte, was ein Kopfball. Und Hemlein im Nachschuss in die zweite Etage. Butterweiche Flanke hier von Kapitän Florian Dick und der Litauer mit einem sehenswerten Kopfball verzählt nur um Millimeter. Und da wäre Hendrik Bohnmann nie und nimmer rangekommen. Ja, und dann stand es fest, 41.324 Zuschauer. Es war die dritthöchste Besucherzahl aller Zeiten in der dritten Liga und nach wie vor Gänsehautatmosphäre. Wir springen in die 82. Minute. Der eingewechselte Pick allein vor Bohnmann, aber der macht wieder die kurze Ecke dicht. Pick kurz zuvor eingewechselt, bedient von Timmy Thiele. Auch der kam in die Partie, nachdem er zunächst auf der Bank schmorte. Und wie? 86. Minute. Hier gegen Moll. Dann der Überblick und das Tor von Janek Sternberg. 1:0 für den 1. FC Kaiserslautern. Ausgangspunkt war Janek Sternberg. Zunächst mit dem Pass auf Thiele und Sternberg läuft in Position, schließt ab der Neuzugang von Ferencváros Budapest mit dem Siegtreffer. Kurz vor dem Ende für den ersten Dreier des 1. FC Kaiserslautern. Ganz, ganz großes Kompliment an alle, die heute hier waren und die das vom Fernsehen verfolgt haben. Wahnsinnsstimmung, haben uns hier nach vorne gepeitscht und somit auch absolut den Sieg verdient heute. Und der Moment von dem Tor, unbeschreiblich. Pure Gänsehaut jetzt noch. Ich glaube, wir haben 1, 2, 3 gute Dinger gehabt. Kaiserslautern in der ersten Halbzeit auch, wo unser Torwart glänzend hält. Zweite Halbzeit hat Kaiserslautern nochmal 1, 2 gehabt. Ja, unterm Strich, denke ich, wäre das 0-0 in Ordnung gegangen. Und wenn du so spät ein Gegentor bekommst, dann ist es immer bitter. Gerade hier vor dieser Kulisse, ich glaube, hätten wir uns einen Punkt verdient gehabt. 60 also mit einer guten Leistung, mit der Aufsteiger erhobenen Hauptes ins Heimspiel gegen Lotte gehen kann. Lautern feiert einen gelungenen Auftakt in die Mission Aufstieg.